Hallo, Robert, Yachtschule Eichland. Immer wieder wird gefragt, was nehme ich denn notwendigerweise mit, wenn ich los will mit einem Schiff? Ich würde umgekehrt sagen, was nehme ich mit, wenn ich mit einem Flugzeug in die Karibik fliege? Hoffentlich klappt das irgendwann mal wieder, weil ich weiß, dass die Charterschiffe nicht so gut ausgerüstet sind. Tape. Ich brauche Tape. Tape brauche ich in jeder Lebenslage. Ich brauche Strippen, nennen wir sie einfach mal so, wie ein Laie sie nennt. Dünne Schnüre gibt es im Leben nicht genug auf diesen Schiffen. Das sind die wichtigsten Ausrüstungsgegenstände, wenn ich ein fremdes Charterschiff betrete. Auf dem eigenen Schiff weiß ich doch, welche Ersatzteile ich von vornherein brauche. Welche Ersatzteile brauche ich rund um die Maschine? Welche Ersatzteile brauche ich für die übrigen Geräte? Und dazu gehört im Regelfall auch mindestens ein Vierersatz Doppel-A und ein Vierersatz Dreifach-A-Batterien, weil die als zusätzliche Gerätschaften gebraucht werden, um bestimmte Geräte einfach schlicht zu betreiben. Ansonsten den Herstellerangaben einfach folgen. Was empfiehlt der Hersteller als zusätzliche Backup-Ausrüstung für den Betrieb des jeweiligen Gerätes, das man dort an Bord hat? Und dann bin ich automatisch bei der Maschine, beim Keilriemen, beim Filter und dergleichen mehr. Gute Fahrt!